Hallo, hallo. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie man eine ebene Maske kopiert bzw. auf eine andere Ebene übertragen kann. Ich habe hier ein Ausgangsfoto. In diesem ersten Bild habe ich hier den Wasserfall hier oder das Wasser einfach weicher gestaltet. Sieht dann so aus, als wäre es länger belichtet worden. Und in dieser zweiten Ebene möchte ich hier den Hintergrund schärfen. Allerdings soll natürlich nur das geschärft werden, was eben nicht dieses Wasser eben ist. Und dazu wäre es natürlich am einfachsten, wenn ich diese Ebene hier ganz einfach hier raufbringe und somit nicht nochmal neu machen muss. Geht ganz einfach. Ich fahre über die Ebenenmaske Miniatur darüber, drücke die Alt-Taste und ziehe mir jetzt da die Ebenenmaske, der Wasserweicher machen Ebene, auf die Umgebung schärfen. Das war's auch schon. Jetzt kann ich diese Ebene noch mit STRG I invertieren und schon haben wir mit einer Maske, die wir erstellt haben, aber auf zwei Ebenen angewendet, das Wasser etwas weicher gemacht und den Hintergrund etwas geschärft. Also ganz einfach, Ebenenmaske duplizieren oder kopieren, geht ganz einfach, gedrückte Alt-Taste, Maustaste über die Ebenenminiatur, linke Maustaste draufdrücken und nach oben ziehen. In diesem Fall ist schon eine Maske vorhanden. Ebenenmaske ersetzen, ja, und das war's auch schon. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.